Ich liebe Käsecracker, deswegen mache ich sie gerne selber und zwar ganz schnell und einfach. Dazu braucht ihr natürlich einen würzigen Bergkäse, circa 6 Monate gereift, Mehl, Butter, ordentlich Pfeffer und auch Kräuter der Provence für den Geschmack. Und das Ganze kommt dann erstmal in die Küchenmaschine und wird dann relativ lange gut durchgeknetet, weil das Mousse braucht eine Weile, um es zu binden. Es wird erst krümelig, bevor es dann fester wird, einfach auch nochmal den Rand lösen und von unten nach oben. Und dann seht ihr schon, dass die Stücke immer dicker und klebriger werden und am Ende könnt ihr dann den Rest von Hand kneten, bis dann seht ihr hier einen schönen festen Teig habt. Daraus werden dann zwei Rollen gemacht, circa 3 cm dick. Außer ihr möchtet die Kekse größer. Diese Rollen kommen dann in Folie und werden dann für 2 Stunden in den Kühlschrank gelegt, damit sie auch richtig schön fest sind. Weil wenn sie dann so richtig schön fest sind, könnt ihr sie auch richtig gut schneiden. Circa 5 mm dick. Allerdings könnt ihr sie auch dünner machen, so wie ihr die Cracker halt möchtet. Dann werden sie mit Eigelb bestrichen und Sesam wird darauf gegeben. Ich mag Sesam sehr, deswegen es passt unheimlich gut zusammen. Dann kommt es in den Ofen bei 200 Grad vorgeheizt für ca. 18 bis 20 Minuten. Und dann könnt ihr schon drauf losknuspern, einfach so oder auch vielleicht mit einem Dip. Lasst es euch schmecken.